Ihr seid gerade dabei, euch eine neue Kamera zuzulegen und wisst noch nicht recht, nach welchen Kriterien ihr diese auswählen sollt, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Ich gebe euch 6 Tipps, wie ihr eure erste oder eure nächste Kamera auswählt. Hi, ich bin Lukas und ihr seid bei der Fitch Gallery. Welche Kamera ist für euch die richtige? Diese Frage stellt ihr euch bestimmt gerade und diese Frage habe ich mir selbst auch schon sehr, sehr oft gestellt und deswegen gebe ich euch heute 6 Tipps, wie ihr eure Kamera am besten auswählt. Starten wir auch gleich mit Tipp Nummer 1. Mein Tipp Nummer 1 ist, bevor ihr eine Kamera auch nur anseht, überlegt euch zuerst ein Budget, das ihr für diese Kamera ausgeben wollt. Überlegt euch einfach gut, wie viel Geld ihr wirklich ins Filmen oder Fotografieren investieren wollt und schreibt diese Zahl auf einen Zettel, um diese Zahl auch wirklich im Blick zu haben. Vielleicht ist es auch schlau, sich nicht eine einzelne Zahl aufzuschreiben, sondern sich einfach einen Bereich zu suchen, in dem man sich bewegen möchte. Es ist gerade bei Kameras extrem einfach, sich schnell nach oben zu arbeiten, also den Preis sehr, sehr schnell zu sprengen. Deswegen wirklich gleich zu Beginn ein Budget festlegen und dann versuchen, in diesem Budget auch wirklich zu bleiben. Wichtig, nicht vergessen, die Kamera besteht nicht nur aus der Kamera selbst, sondern ihr braucht auch bestimmte Zubehörteile, die ihr in dieses Budget noch mit einplanen müsst. Das können zum Beispiel Objektive, SD-Karten, Batterien, Mikrofone, was auch immer sein. Aber wie gesagt, im ersten Punkt einfach mal einen Bereich festlegen, in dem man sich bewegen will und wie viel Geld man eben ausgeben möchte. Tipp Nummer 2, um eine Kamera auszuwählen, ist der Formfaktor, also das physikalische Aussehen der Kamera. Hiermit meine ich, dass man beispielsweise eine sehr, sehr große, schwere Kamera nicht kaufen sollte, wenn man viel Bergsteigen geht, als Hobby natürlich. Wenn man das Ganze professionell macht, wird man nicht drumherum kommen, mit der großen, schweren Kamera auf den Berg zu gehen. Aber wenn ihr Einsteiger seid, dann habt ihr natürlich viel mehr Spielraum und könnt euch eine Kamera aussuchen, die zu eurem Hobby oder zu eurer Anwendung passt. Wie im Beispiel eben gesagt, wenn ihr Bergsteigen geht oder viel unterwegs seid und nur mit einem Rucksack bewaffnet seid, dann lohnt es sich, eine Kamera zu kaufen, die etwas kleiner ist, etwas kompakter ist, wo die Objektive vielleicht nicht so groß sind oder vielleicht seid ihr auch eher in Richtung Actioncams unterwegs, dann lohnt es sich, da in Richtung GoPro mal nachzusehen. Das ist wie gesagt ein sehr, sehr wichtiges Ausschlusskriterium auch für mich, denn ich habe das schon sehr, sehr oft erlebt. Gerade, ich weiß noch, ich hatte die Mavic 2, eine sehr, sehr große Drohne, die ich bei Ausflügen nie mitgenommen habe, denn das Ganze hatte 4 Kilo mit den Batterien und man schnallt sich einfach keine 4 Kilo auf den Rücken, wenn man die Qualität nicht unbedingt benötigt. Deswegen habe ich die Drohne sehr, sehr gerne zu Hause gelassen und somit auch sehr, sehr viele Drohnenclips einfach nicht filmen können. Hier wäre es damals auch für mich schlauer gewesen, eine Mavic Mini zu kaufen, die einfach viel kompakter und kleiner ist und die hätte ich bestimmt viel, viel mehr mitgenommen und hätte viel, viel mehr Aufnahmen auch erstellt. Deswegen macht euch Gedanken, wo ihr die Kamera verwenden wollt, wo ihr sie mit hinnehmen müsst und wie groß oder wie schwer die Kamera tatsächlich sein soll. Tipp Nummer 3. Was soll die Kamera gut können? Beziehungsweise was muss die Kamera gut können? Nehmt euch ein Blatt Papier und schreibt am besten auf, welche Art von Fotos ihr gerne mit der Kamera machen möchtet. Seid ihr eher wirklich reine Hobbyfotografen, die so quer durch die Bank alles fotografieren wollen? Oder seid ihr doch eher in Richtung Porträtfotografie interessiert, Produktfotografie interessiert oder eher in Richtung Filmen? All diese Punkte schreibt ihr euch am besten gleich mal auf, denn anhand dieser Punkte müsst ihr nachher eure Kamera tatsächlich auswählen. Ich möchte euch noch ein paar Beispiele geben, welche Anwendungen so wichtig sein könnten. Und zwar ist das einmal klar, Foto- und Videobereich soll eure neue Kamera beides abdecken können oder wichtig, nur gute Fotos machen können oder andersherum nur gute Videos machen können. Das ist schon mal ein sehr wichtiges Argument, um auszuwählen, welche Kamera nun die bessere ist.
aber es kommen auch noch Punkte dazu, wie zum Beispiel die Akkulaufzeit, die ja auch von verschiedenen Herstellern und verschiedenen Kameras unterschiedlich sein kann, oder wie viele Schnittstellen, also was ihr alles an die Kamera anschließen könnt. Es gibt Kameras, bei denen man kein Mikrofon anschließen könnt. Wenn ihr jetzt also mehr filmen wollt, ist das schon ein Ausschlusskriterium. Auf all das müsst ihr ein wenig achten. Und was auch noch ein Auswahlfaktor sein kann, ist, ob die Kamera einen integrierten Blitz haben sollte oder nicht. Die Sony Alpha 6500, mit der ich gerade filme, hat glaube ich einen integrierten Blitz, ich bin mir aber nicht sicher. Meine Sony Alpha 6000 hat auf jeden Fall einen integrierten Blitz und die Sony A7 III, mit der ich hier filme, die hat keinen integrierten Blitz. Deswegen für euch wichtig, überlegen, wo ihr die Kamera verwendet und was eure Auswahlkriterien sind. Tipp Nummer 4 ist der Kamerahersteller und welche Nischen von welchen Kameraherstellern bedient werden. Grundsätzlich könnt ihr natürlich mit jeder Kamera alles fotografieren, was ihr möchtet. Dennoch gibt es gewisse Nischen, die von gewissen Herstellern eher bevorzugt werden, beziehungsweise die Fotografen, die professionellen Fotografen in diesen Nischen bevorzugen gewisse Kameras. Ein gutes Beispiel dafür ist Nikon. Nikon ist sehr, sehr beliebt bei Porträtfotografen und alles, was diesen Beauty-Bereich anbelangt. Wie gesagt, man kann mit jeder Kamera diese Fotos erstellen, aber doch, Nikon ist sehr, sehr beliebt in dieser Nische. Canon zum Beispiel wird immer noch für die extrem schönen Hauttöne gelobt und deswegen war Canon sehr, sehr beliebt oder ist Canon sehr, sehr beliebt bei Hochzeitsfotografen, Hochzeitsvideografen oder halt bei allen Fotografen, die regelmäßig Reportagefotos erstellen. Denn hier ist es wichtig, dass die Hauttöne sofort so gut wie möglich passen, um nicht zu viel nachbearbeiten zu müssen. Deswegen war Canon da in diesem Bereich sehr, sehr lang, sehr, sehr stark. Aber Sony hat Systemkameras, also Kameras ohne diesen Spiegel, revolutioniert bzw. wieder neu auf den Markt gebracht und sind dadurch sehr, sehr viel kleiner und kompakter geworden als zum Beispiel Canon. Und deswegen sind mittlerweile auch Sony-Kameras für diese Art von Fotografie, also Hochzeit- und Reportagefotos, sehr, sehr beliebt, weil sie einfach kleiner und kompakter geworden sind. Für Drohnen habt ihr zum Beispiel DJI als Marktführer, der sich speziell in dieser Nische platziert hat. Für Actioncams gibt es GoPro, DJI und Insta360. All diese Marken sind in ihrer Nische sehr, sehr beliebt und sehr, sehr bekannt. Aber wie gesagt, ihr habt immer noch die freie Qual der Wahl. Ihr könnt natürlich auch mit einer Nikon-Kamera Hochzeitsvideos erstellen. Aber ich wollte euch nur einen kleinen Überblick geben, für welche Bereiche welche Kameras doch sehr, sehr beliebt sind. Tipp Nummer 5 sind Objektive und hier ist es sehr, sehr wichtig für euch wieder zu hinterfragen, welches Anwendungsgebiet ihr schlussendlich für die Kamera habt. Denn das ist auch entscheidend bei der Wahl des Objektives, das ihr auf eurer Kamera verwenden möchtet. Wenn ihr Hobbyfotografen seid und eine breite Masse an Fotos abdecken wollt, dann empfehle ich euch ein sogenanntes Teleobjektiv zu verwenden, also ein Objektiv, wo ihr die Brennweite einstellen könnt. Hier gibt es verschiedenste Objektive von 24 auf 105 mm zum Beispiel, wo ihr wirklich einen großen Bereich an Brennweite abgedeckt habt. Das, was ich hier gerade zum Filmen verwende, ist ein Teleobjektiv und ihr seht, wenn ich hier drehe, dann zoome ich entweder heraus oder hinein. Diese Objektive sind wie gesagt sehr, sehr gut, wenn ihr einen breiten Anwendungsbereich habt. Dennoch haben sie einen kleinen Nachteil und zwar geht es hier um die Blende. Die Blende regelt, wie viel Tiefenschärfe ihr in einem Bild erzeugen könnt. Wenn ihr eine niedrige Blende habt, dann wird der Hintergrund hinter eurem Model oder was auch immer sehr, sehr schnell unscharf, beziehungsweise ihr habt nur einen kleinen Fokusbereich, der wirklich scharf ist. Wenn ihr eine hohe Blende habt, habt ihr einen sehr großen Fokusbereich, der scharf ist, aber ihr habt nicht so diesen schönen verschwommenen Hintergrund. Bei Teleobjektiven ist es jetzt so, dass Objektive, die eine niedrige Blende haben, also sehr, sehr gut geeignet sind zum Fotografieren, meist sehr, sehr teuer sind. Und Objektive, die günstig sind, meist eine sehr hohe Blende haben und somit zum Fotografieren von Menschen wieder eigentlich völlig ungeeignet sind. Hier müsst ihr für euch einen Mittelweg finden, der in euer Budget passt. Eine Blende F4 ist so das Mindeste, was euer Objektiv einstellen können sollte. Wenn ihr jetzt aber gezielt Pärchenshootings machen wollt oder eben viel mit Menschen arbeiten wollt, dann kann es sich für euch lohnen, eine sogenannte Fixbrennweite zu verwenden.
Die sind meist ein wenig günstiger, haben aber den Nachteil, dass man nicht zoomen kann. Also egal wie viel ich hier drehe, die Brennweite des Objektives verändert sich nicht. Das hier ist ein 85mm Objektiv und das hat eine Blende von 1.8. Das ist sehr, sehr gut, gerade da es noch ein sehr weites Objektiv ist, um Personen zu fotografieren und den Hintergrund so richtig schön unscharf werden zu lassen. Bei Fixbrennweiten müsst ihr nur beachten, dass ihr meist zwei Objektive benötigt, um eine gewisse Abwechslung zu erzielen. Ich empfehle euch, wie gesagt, ein 85mm Objektiv und vielleicht ein 35 bis 50mm Objektiv. Und zu guter Letzt, wenn ihr kleine Details fotografieren wollt, benötigt ihr vielleicht ein Makroobjektiv. Andere Objektive wie Festbrennweiten oder Teleobjektive haben diese Funktion meist nicht, dass man sehr, sehr knapp an etwas herangehen kann und das Objektiv immer noch scharf stellt. Dafür benötigt ihr sogenannte Makroobjektive. Das hier ist eines von Sigma, ein 70mm Objektiv und mit dem fotografieren wir so gut wie all unsere Produktfotos, die diese Makrofotografie benötigen. So habt ihr quasi wieder die Qual der Wahl, welches Objektiv für euch das Richtige ist, aber wie gesagt, einfach mal aufschreiben, was ihr fotografieren möchtet und schon habt ihr auch hier einen besseren Überblick. Punkt Nummer 6 ist auch schon die Auswahl der Kamera. Wenn ihr die 5 Punkte zuvor beachtet habt und aufgeschrieben habt, dann habt ihr eine Liste, nach der ihr nun eure Kamera auswählen könnt. Bei mir hat vor 2 oder 3 Jahren die Liste so ausgesehen. Mein Budget waren ungefähr 2.500 Euro. Ich wollte eine Kamera, die nicht zu klein ist, um sie auch richtig in der Hand halten zu können. Aber sie sollte auch nicht zu groß sein, wo ich Probleme mit Gimbals oder anderem Zubehör bekomme. Was mir an einer Kamera damals wichtig war, waren gute Fotos, gute Videos, sehr, sehr guter Autofokus, eine gute Serienbildfunktion und ich wollte auf alle Fälle eine Vollformatkamera haben. Die Serienfunktion war mir wichtig, denn ich habe damals sehr, sehr viel Sport fotografiert und da benötigt man gutes Serienbild. In dieser Nische werden Sony, Canon und Panasonic Kameras sehr, sehr gerne verwendet. Aber Panasonic hat nur einen Micro Four Thirds Sensor und deswegen war Panasonic hier für mich raus. Dann kam es zur Wahl der Objektive. Hier ist natürlich Canon irre, denn Canon hat sehr, sehr viele Objektive zur Auswahl. Aber mein Problem, was ich ein bisschen hatte, war, dass Canon doch zu der Zeit noch sehr, sehr groß, schwer und unhandlich war. Auch die Objektive dazu. Und deswegen habe ich mich dann doch für Sony entschieden, denn ich wollte diese kompaktere Bauart mit kompakten Objektiven. Und als ich diese Punkte dann für mich entschieden habe und die Sony A7 III gerade zu diesem Zeitpunkt auch auf den Markt kam, war mir schnell klar, dass das meine erste Vollformatkamera sein wird. Macht euch also, wie gesagt, eine Liste mit den Anforderungen und dem Preis, den ihr für diese Kamera ausgeben wollt und vergleicht dann so gut wie alle Hersteller, die für euch in Frage kommen. Auch ein guter Tipp kann sein, dass man eine Kamera gebraucht kauft, denn dann könnt ihr vielleicht schon ein Preissegment nach oben springen und bekommt quasi bessere Qualität zum selben Budget, das ihr euch gesetzt habt. Ich persönlich habe auch schon Kameras und Objektive gebraucht gekauft und wenn man da ein klein wenig nachsieht, ob die Kamera auch wirklich in einem guten Zustand ist oder das Objektiv, dann kann man da nicht so viel verkehrt machen. Gerade wenn ihr die Möglichkeit habt, die Kamera euch vorab anzusehen, dann kann sich das wirklich lohnen. Dieses Objektiv hier zum Beispiel, das 85mm Objektiv, habe ich gebraucht um den halben Preis gekauft und ohne Spaß, ich war erstaunt, als ich es ausgepackt habe. Es sieht aus wie neu und es ist wie neu. Deswegen versucht auf alle Fälle gewisse Sachen gebraucht zu kaufen, denn es kann sich für euch definitiv lohnen. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich habe euch eine gute Auswahl an Kriterien geben können, die für euch wichtig sind beim Kauf eurer ersten oder eurer neuen Kamera. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns vielleicht schon im nächsten Video. Bis dahin, ciao!